Ein nettes Mitbringsel zu Silvester. Für unser Silvesterglücksschwammerl wird als erstes das Marzipan abgewirkt. Hierfür nehme ich die gleiche Masse Rohmarzipan und gesiebten Staubzucker. Das verknetet man so lange, bis das Rohmarzipan nicht mehr so klebrig ist und sich leichter modellieren lässt und verarbeiten lässt. Für den ersten Schritt beim Pilz nehme ich das grün eingefärbte Marzipan und rolle mir die Bodenplatte aus. Falls das Marzipan zu sehr klebt, kann man Staubzucker zum Stauben verwenden. Die Bodenplatte wird mit einem runden Ausstecher ausgestochen. Für den Stamm vom Pilz nehme ich das neutral abgewirkte Marzipan. Dafür forme ich nur einen Kegel. Für das Gesicht vom Pilz habe ich zwei Muls mir vorbereitet. Einmal das Augenmul und einmal das für den Mund. Wer möchte, kann dem Pilz noch eine kleine Nase geben. Für die Augen nehme ich Rollfondant. Am gescheitesten weißen. Es empfiehlt sich wirklich Rollfondant zu nehmen und kein Marzipan, weil man die Farbe so weiß nie zusammenbringt. Danach nehme ich schwarzen Fondant und mache die Pupillen. Als nächsten Schritt nehme ich das rot eingefärbte Marzipan, mache eine Kugel und drücke es zwischen meinen Händen platt. Wichtig dabei ist, dass die Oberfläche schön glatt und sauber ist, weil sonst hat man die Spuren auf dem Pilzkapperl drauf. Falls hier das Marzipan wieder zu sehr klebt, wieder einfach mit Staubzucker stauben. Der Hut wird einfach schön mittig draufgesetzt. Und jetzt braucht der kleine Fliegenpilz nur noch weiße kleine Punkte. Dafür habe ich einen kleinen runden Ausstecher. Um die Punkte festzukleben, nehme ich einen Pinsel mit etwas Wasser. Man achtet bei Glücksbringern immer darauf, dass die Punkte in einer ungeraden Zahl sind. Und fertig ist der kleine Fliegenpilz.